müssten eigentlich auch. Ah, genau. Das war jetzt einmal noch das Aufzeichnen. Genau, kann man mich dann gut verstehen. Super, dann heiße ich Sie auch einmal alle herzlich willkommen und vielen Dank auch für die Einladung. Genau, wir sind ja heute hier, um ein wenig über die psychische Gesundheit und ja, wie man das Problem der SchülerInnen an Schule lösen kann, zu besprechen. Und ja, vielleicht für Sie zur Info, ich weiß nicht, seit wann für Sie vielleicht das Thema psychische Gesundheit an Schule in den Fokus gerückt ist. Aber spätestens denke ich, oder denken wir vom Landesschülerausschuss, dass das seit der Corona-Pandemie ein großes Thema für alle geworden ist und wir alle gemerkt haben, dass Schule auch an der Psyche irgendwie was verändert. Und ich denke, dass wir jetzt ja längst überfällig an der Zeit sind, da irgendwie etwas zu ändern, damit es nicht so weitergeht wie bisher. Und ja, einen wichtigen Schritt haben wir schon geschafft, und zwar, dass an so gut wie jeder Schule in Berlin es Schulsozialarbeit gibt. Das ist, glaube ich, ein guter Schritt gewesen, ein wichtiger Schritt, der ja, für die SchülerInnen wirklich sehr wichtig ist. Und ja, allerdings ist es so, dass viele SchulsozialarbeiterInnen an Schulen auch mit so viel umfangreichen Aufgaben konfrontiert werden und somit auch teilweise stark überlastet sind und sich nicht immer so viel Zeit für die Probleme der SchülerInnen nehmen können, was eben auch damit zusammenhängt, dass SchülerInnen auch Zeit benötigen, um eben ein ja, Vertrauensverhältnis aufzubauen, um sich eben allen Problemen, die sie haben, irgendeiner Person ja anzueignen. Und daher wäre es vielleicht sinnvoll, noch eine weitere Person irgendwie mit ins Boot zu holen an Schule, zum Beispiel Schulpsychologin. Diese gibt es teilweise schon in den Bezirken als ja, zentrale Stelle, diese SIBUZ. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon was gehört hatten, aber die irgendwie zu erreichen, ist für SchülerInnen ja einfach zu weit, dieser Weg. Die Schwelle ist zu hoch. Und deswegen werden diese Angebote selten bis gar nicht genutzt. Und wenn sie genutzt werden, dann braucht das viel Mut und viel Zeit, auch Überlegungen, ob die SchülerInnen das wirklich wollen oder beziehungsweise ob sie sich wirklich dorthin trauen und sich anvertrauen wollen an diese Person. Zumal sie nicht täglich im Kontakt mit diesen stehen. Und da wären eben genau, SchulpsychologInnen ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und eine Sache, die sehr wichtig für uns ist momentan. Was aber auch genauso wichtig ist, ist die Aufklärung für SchülerInnen zum Thema psychische Krankheiten und was alles überhaupt Stress auslöst. Und da denken wir, dass vielleicht ein zusätzliches Schulfach oder irgendwie ja regelmäßige Workshops zum Thema ja, psychische Gesundheit oder allgemein Gesundheit ziemlich wichtig wären und dass das die SchülerInnen, die Kinder und Jugendliche alle weiterbringen könnte. In ja, der persönlichen Entwicklung, aber auch ja, in dem Umgang mit anderen, dass sie eben lernen, darauf muss ich achten, wenn ich eben mit SchülerInnen rede. Darauf sollte ich vielleicht eher Rücksicht nehmen im Umgang mit diesen. Und das ist auch sehr wichtig im Moment für uns. Genau, und wir hatten auch im Januar des letzten Jahres eine Umfrage gestartet zum Thema psychische Gesundheit bzw. psychische Belastung und Homeschooling, also wie das im Zusammenhang steht. Ich kann gerne nachher den Link zu unserer Pressemitteilung im Nachhinein gerne in den Chat stellen für die Leute, die es interessiert. Ich glaube, da jetzt die Auswertung mit Ihnen durchzugehen, dauert zum einen zu lange und für die eine oder andere Person ist das auch nicht so interessant. Aber ich denke, dass da wirklich zu sehen ist, inwiefern auch dieses Homeschooling, also das Unterricht oder das Lehren und Lernen zu Hause die SchülerInnen belastet hat, weil es eben für einige nicht möglich war, zu Hause irgendwie angemessen zu lernen, angemessen auch zu arbeiten und dass auch ja, häusliche Probleme oder häusliche Gewalt zugenommen hat. Das hatten wir dort auch festgestellt, aber ich glaube, dazu können
die Psychologin nachher noch mehr sagen. Genau. Und was uns wichtig ist, dass auch SchulsozialarbeiterInnen oder auch Lehrkräfte oder dann auch eben die SchulpsychologInnen ja Anzeichen, Voranzeichen für eventuelle Probleme zu Hause erkennen können. Und das ist vielleicht auch wichtig in Bezug auf Präsenzunterricht oder eben Aussetzung der Präsenzpflicht. Ja, ich glaube, viel mehr kann ich jetzt an der Stelle nicht sagen und freue mich im Nachhinein auf die Fragen von Ihnen. Genau. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Herr Goldmann, dass Sie begonnen haben. Das ist ja auch immer gar nicht so leicht am Anfang und heute dabei sind. Wir wollten gerne fortfahren mit Herrn Professor Schmitz. Und zwar deswegen, also wir hatten Sie eingeladen, obwohl Sie ja nicht aus Berlin sind, weil Sie dafür geworben haben, Infektionsschutz und die psychosoziale Gesundheit der Kinder und Jugendlichen zusammenzudenken. Und das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Und deswegen finden wir das toll, dass Sie heute teilnehmen können. Und da würde ich Ihnen jetzt einfach das Wort geben. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr über die Einladung und bemühe mich in meinen 10 Minuten, Ihnen auch ein paar Forschungsergebnisse zu präsentieren. Ich habe ein paar kurze Folien vorbereitet, damit wir auch so ein bisschen sehen, was zeigen denn eigentlich die Forschungsdaten. Viel von dem, was Herr Goldmann gerade gesprochen hat, bildet sich auch da ab, dass die Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche eine große psychische Belastung ist und dass man aber auch sagen muss, es gibt Familien, die kommen schlechter und es gibt Familien, die kommen besser durch die Corona-Pandemie. Und ja, dass das alles auch sehr viel mit dem psychosozialen Versorgungssystem und aber auch mit dem Bildungssystem zu tun hat. Ja, im Moment ist es ja so in der Diskussion, alles wird gelockert, ist die Pandemie vielleicht vorbei? Ich finde es da nochmal auch sehr erhellend, sich die aktuelle KMK-Statistik anzuschauen, wo wir sehen, dass im März alleine in einer Woche fast 300.000 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne und Isolation sind. Also für viele Kinder und Jugendliche ist die Pandemie überhaupt nicht vorbei, sondern es sind so viele Schülerinnen und Schüler in Quarantäne wie nie zuvor. Ich springe mal auf meinen, ich versuche meinen Bildschirm zu teilen. Können Sie den sehen jetzt? Ja, ne? Ja, den können wir sehen. Super. Genau, kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin in Leipzig, leite hier die psychotherapeutische Hochschulambulanz für Kinder und Jugendliche, also behandle selber Kinder und Jugendliche, leite aber auch das Team. Wir bilden selber Kinder und Jugendlichen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten aus und erforschen aber auch psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen, auch in der Corona-Pandemie. Werde Ihnen da auch noch einen ganz kurzen Einblick in eine aktuelle Forschungsstudie von uns zeigen, die nochmal auch abbildet, wie erheblich defizitär auch die psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie ist. Auch mit dem Ausblick, den Sie ja gerade gegeben haben, es werden sehr, sehr viele ukrainische Kinder und Jugendliche in das Schulsystem auch mit psychischen Erkrankungen und Belastungen integriert werden. Auch das sollte man nochmal im Hinterkopf behalten. Ja, das Thema Distanzunterricht, wenn wir über Bildung sprechen, gibt es eine ganz interessante Studie, die zeigen, dass das Bildungssystem und auch wie das Bildungssystem ausgestattet ist, einen ganz erheblichen Einfluss darauf hat, wie es Kindern und Jugendlichen, aber auch wie es ihren Eltern geht. Da gibt es eine Studie von Torell und Kollegen, die sich 2020 angeschaut haben über 7 europäische Länder. Auf der einen Seite, wie viel zum Beispiel Lehrkräfte Kontakt mit den SchülerInnen hatten, wie viel Kontakt auch die SchülerInnen untereinander im Homeschooling hatten und haben dann auch erfragt, wie die Stressbelastung im Homeschooling durch die Eltern sowohl auf ihre eigene Stressbelastung als auch auf die Stressbelastung der Kinder wahrgenommen wurde. Was sich hier gezeigt hat, dass Deutschland relativ schlecht dasteht, was den Digitalunterricht angeht, im Vergleich mit anderen Ländern wie beispielsweise Schweden und Niederlande, die ja keine Präsenzpflicht haben und viel häufiger auch auf Remote Learning setzen. Was hier jetzt ganz interessant ist, wenn Sie hier auf die rechte Seite schauen, dort hat man bei den Familien, in denen keine psychische Erkrankung vorliegt, eben erfragt, wie sind die Effekte dieses Homeschoolings gewesen? Also hat man negative, aber auch positive Erfahrungen gemacht. Und wenn Sie sich hier den grünen Pfeil anschauen in Deutschland, dann sehen wir übermäßig rote Balken. Das bedeutet, wir haben deutlich mehr negative Einflüsse, die oder negative
negative Stimmung, die im Homeschooling in Deutschland geschildert wurde. Interessant ist, wenn wir uns das anschauen im Vergleich mit den Niederlanden oder auch mit Schweden. Hier sehen Sie, hier sind die positiven Einflüsse oder das Homeschooling und die Zeit zu Hause wurde überwiegend positiv erlebt. Und was hier nochmal auch sehr interessant ist, dass man eben sieht, dass das gerade auch die Länder sind, die den Distanzunterricht sehr gut hinbekommen. Wenn Sie sich anschauen in Familien, in denen ein Familienmitglied psychisch erkrankt ist, sehen wir, dass diese roten Balken viel größer sind als im Vergleich mit der rechten Seite. Das bedeutet, dass also psychisch belastete Familien, kranke Familien, aber auch sozial benachteiligte Familien im Homeschooling viel schlechter klarkommen, viel stärker belastet sind und offensichtlich auch die Präsenzbeschulung für diese Gruppen wichtiger ist. Also man sieht, gutes Homeschooling kann sehr positive Effekte haben, aber es gibt möglicherweise Gruppen, die mehr Unterstützung oder eben auch Präsenzunterricht brauchen. Ja, wie sieht es bei der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen aus? Da muss man, wenn man das in einem Wort zusammenfassen müsste, würde man sagen, ziemlich schlecht. Und das zeigt sich auch in der COPSI-Studie, die ein oder andere von Ihnen vielleicht auch schon gehört hat. Das ist eine Längsschnittstudie, die jetzt über die Corona-Pandemie immer wieder Schülerinnen befragt hat zu ihrer psychischen Gesundheit und hat das schönerweise vergleichen können mit den psychischen Gesundheitsdaten der Bella-Studie, die es vor Beginn der Pandemie gab. Und was man hier sieht, Sie müssen nicht die ganze Tabelle erfassen, das wäre jetzt zu viel, aber wenn Sie sagen Mental Health Problems, also Symptome psychischer Erkrankungen, sehen wir hier diese die Zeile Abnormal, also die auffälligen Kinder haben wir vor der Pandemie berichten 17% der Kinder und Jugendlichen, dass sie Symptome haben, wo wir sagen, da wäre eine Abklärung auch kinder-jugendpsychologisch sinnvoll. Das Ganze steigt dann in der Pandemie auf 30% und bleibt auch bis zum September 2021, also bis vor einem halben Jahr, sehr stabil, verändert sich im Prinzip nicht. Wir haben diese Verdopplung. Und das, was man hier eben auch nochmal einbeziehen muss, dass hier bei diesem letzten Zeitpunkt, wo wir diese 30% haben, die Schulen auch schon wieder ein halbes Jahr ziemlich konstant offen waren und auch die Infektionsschutzmaßnahmen im Sommer sehr stark zurückgenommen wurden. Also das alleine, es gibt ja dieses, das gesagt wird, die Schulen alleine sind schon auch ein Teil der Therapie, das zeigt sich hier nicht. Und was nochmal auch erheblichere auch ja, Effekte zeigt, ist hier die Lebensqualität. Hier sehen wir, wie viele Kinder und Jugendlichen eine herabgesetzte Lebensqualität schildern, das ist vor der Pandemie sind das 15% und das steigt bis zum Winter 2021 auf fast 50% an. Also die Hälfte der Kinder und Jugendlichen berichtet von einer herabgesetzten Lebensqualität. Das sind schon sehr erschreckende Zahlen. Wie ist es bei den Risikofamilien? Man hat also hier in der Studie auch nochmal Familien herausgegriffen oder in den Fokus gestellt, die unter wenig Einkommen, also wenig Einkommen haben, unter akutem Platzmangel auch zu Hause leiden oder auch erkrankt sind. Das ist diese Risikogruppe. Und hier sehen Sie der Anzahl der Personen, die eine niedrige Lebensqualität haben, über die drei Befragungswellen ist OR, das bedeutet Odds Ratio, das bedeutet eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass eine Person einen schlechteren Wert angibt. Und das heißt, wir sehen hier über die Wellen 2,6, 2,3. Das bedeutet, dass also Personen aus diesen Risikofamilien ein 2,3-fach so hohes Risiko haben, eine niedrige Lebensqualität anzugeben. Und das Ganze zeigt sich auch bei den Symptomen psychischer Störungen, dass wir hier sogar auch im September, Oktober 2021, also bis vor einem halben Jahr, den höchsten Wert an dieser überproportionalen Beteiligung an psychischen Belastungen sehen. Also diese Gruppe ist weiterhin extrem belastet und diese Schere, sage ich mal, zwischen den Kindern mit guten Ressourcen oder den psychisch gesunden Ressourcen und dieser Risikogruppe nimmt hier weiter zu und das muss uns doch auch deutlich Sorgen machen. Ja, wie sieht es in der ambulanten Versorgung aus? Auch Herr Goldmann hat es ja gerade schon angesprochen, es ist wahnsinnig schwierig, da Hilfe zu bekommen. Wir haben das in einer Studie, die wir jetzt vor drei Wochen eingereicht haben, bundesweit das erste Mal bei niedergelassenen Kindern und Jugendlichen PsychotherapeutInnen erfasst, wie hat sich eigentlich die Versorgungslage in Deutschland bundesweit in der Corona-Pandemie verändert. Das ist eine große Studie gewesen, da kann ich Ihnen jetzt nur einen kleinen Einblick geben.
Aber hier sehen wir eben, dass sich die Wartezeit auf ein Erstgespräch von 5 Wochen auf 10 Wochen in der Pandemie verändert hat und die Wartedauer auf einen Therapieplatz von 14 Wochen auf fast ein halbes Jahr. Was man dazu sagen muss, es gibt ganz große regionale Schwankungen und man muss ganz klar sagen, dass gerade im ländlichen Gebiet die Wartezeiten in vielen Fällen über ein Jahr sind. Das ist dramatisch, wenn Sie sich überlegen, dass eine psychische Erkrankung bedeutet, dass Kinder und Jugendliche in wichtigen Bereichen ihres Lebens nicht mehr teilnehmen können oder auch starkes Leid erfahren und dann Familien ein halbes Jahr oder oft deutlich länger warten müssen. Dann ist das für die Familien eine Katastrophe, aber bedeutet natürlich auch ein sehr wahnsinnig hohes Chronifizierungsrisiko. Es wird ja immer wieder darum gestritten, warum sind eigentlich Kinder und Jugendliche psychisch belastet? Sind es die Maßnahmen? Ist es die Pandemie? Darüber gibt es ja auch einen großen Gelehrtenstreit, wenn man das mal so zusammenfassen will. Und wir haben auch in unserer Studie die TherapeutInnen gefragt, warum sie denken oder was sie für Gründe sehen bei ihren PatientInnen, warum sich die psychische Gesundheit verschlechtert hat. Also 50% der Patienten werden beschrieben, dass sie sich in der Pandemie verschlechtert haben. Und die Frage ist, warum ist das der Fall? Und das, was man hier sieht bei den Gründen, das ist dieses Balkendiagramm, es sind extrem vielfältige Gründe. Viele haben mit einer Disruption der Tagesstruktur und auch mit definitiv mit Lockdown-Maßnahmen oder auch mit Schulschließungen zu tun, das muss man ganz klar sagen. Aber auch allgemeine Stressfaktoren, wie zum Beispiel Überlastung des Elternhauses oder Konflikte im Elternhaus oder auch ein großer Faktor, wenn Sie hier sehen, die allgemeine Unsicherheit, Bedrohlichkeit, Unvorhersehbarkeit, die auch im Moment ja weiter wirkt. Ne? Also wenn wir sagen, es gehen wahnsinnig viele Kinder und Jugendliche teilweise wiederholt in Quarantäne, sind wiederholt auch von Infektionen betroffen, dann macht das einfach eine wahnsinnig große Unsicherheit. Und gerade bei vulnerablen Gruppen, also bei psychisch kranken Kindern oder auch jetzt, wenn Sie sich überlegen, sozial benachteiligte Familien, die auch viel Schule, schulische Bildung, schulische Erfahrungen verpasst haben. Ich sage mal, die haben 2 Jahre Pandemie auf dem Buckel und leben immer noch in dieser wahnsinnig großen Unvorhersagbarkeit. Das macht einfach ganz, ganz viel Stress. Und die können eben nicht versorgt werden. So, das ist aus meiner Sicht ist eben so ist, dass wir eine psychische Belastung sowohl durch Infektionsschutzmaßnahmen, aber auch durch die allgemeine Pandemiedynamik haben. Man kann das nur bedingt voneinander trennen. Es ist einfach so, vieles ist wirklich auch Pandemie und es macht wenig Sinn, das gegeneinander auszuspielen, sondern es geht aus meiner Sicht darum, so wie Sie es auch gesagt haben, Frau Bruch, einfach beides miteinander zu denken und auch beides bestmöglich so zu vereinen, dass Kinder und Jugendliche möglichst wenig von Infektionsschutzmaßnahmen beeinträchtigt sind, aber auch möglichst wenig von Infektionen und das maximale Niveau auch an Teilhabe haben. Wir müssen ganz klar sagen, es gibt Gruppen, die sind psychisch viel extremer belastet als Familien mit starken familiären Ressourcen, monetären Ressourcen. Die trifft es weniger, auch wenn wir an die COPSI-Studie denken, 30% sind psychisch stark belastet, muss man sagen, 70% sind es nicht. Aber trotzdem ist es eine wahnsinnig große Gruppe. Und das, was sich sehr deutlich abbildet, dass sowohl die Ausstattung des Bildungssystems, also wenn Sie nochmal auch an die Daten aus Schweden denken, einen Einfluss darauf hat, wie stark auch Kinder und Jugendliche in der Pandemie belastet sind und Familien auch, aber auch wie gut die psychosoziale Versorgung funktioniert. Auch das ist ein ganz wichtiger Moderationsfaktor, also der bestimmt, wie stark Kinder und Jugendliche belastet sind. Und das sollte man in den Fokus nehmen und aus meiner Sicht auch in politische Überlegungen weiter einfließen lassen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Schmitz, für die interessanten wissenschaftlichen Einblicke, die wir gleich noch diskutieren können. Ich würde dann aber gleich den letzten Input anschließen von Herrn Siebert, der wieder die Berliner Perspektive einnimmt von den SchulpsychologInnen. Also wenn Sie mögen, Herr Siebert, dann sind Sie auch gleich dran und dann können wir gleich in die Debatte gehen. Ja, vielen Dank. Auch nochmal allen einen schönen guten Abend und ich freue mich sehr über die Einladung. Ja, mein Name ist Matthias Siebert und ich möchte auch ganz gerne etwas teilen. Ich werde mal kurz dafür meinen Bildschirm freigeben. Ich hoffe, jetzt werden gleich die Folien zu sehen sein.
Wunderbar, ich sehe ein Nicken, perfekt. Ja, also ich möchte ganz gerne die Gelegenheit nutzen, auch den Schulpsychologischen Dienst vorzustellen, der sich am SIBUD befindet. Das ist wirklich etwas, wo es ja hier gerade auch um Niedrigschwelligkeit oder Hochschwelligkeit geht. Ich vertrete verschiedene Interessensverbände, vor allen Dingen heute hier den Landesverband Schulpsychologie, bin aber noch in anderen Interessensverbänden bzw. einer Gewerkschaft tätig und auch im Bundesverband der Deutschen Psychologinnen und bin Fachbereichsleiter Schulpsychologie im SIBUD Steglitz-Zehlendorf. So viel zu mir erstmal. Und die Schulpsychologie gibt es schon recht lange und den Schulpsychologischen Dienst zum Beispiel seit 1961. So viel mal am Rande. Ganz kurz zur Schulpsychologie. Die Schulpsychologie befasst sich, begreift sich als angewandte Psychologie für die Schule. Und vereint sehr viele verschiedene psychologische Richtungen, wie zum Beispiel die Sozialpsychologie, Entwicklungspsychologie, Gesundheitspsychologie, klinische Psychologie, um mal so ein paar zu nennen. Darüber hinaus haben viele Kolleginnen von uns Zusatzqualifikationen, ich zum Beispiel bin Gestalttherapeut und auch vor allen Dingen notfallpsychologische Zusatzqualifikationen. Die Schulpsychologie wird vor allen Dingen immer dann sichtbar, ne? Also wenn irgendwas die Menschen bewegt, dann bewegt das auch die Schulpsychologie. Das sind solche schwerwiegenden Ereignisse, die auch in der Presse auftauchen. Ich habe hier mal 4 rausgegriffen, wo auch ich in all diesen mit beteiligt war. Und häufig taucht dann in der Presse sowas auf, wie die Schulpsychologen waren zur Unterstützung in der Schule. Da werden wir mal irgendwie erwähnt. Ansonsten kann man natürlich schauen, okay, wie sieht eigentlich das Arbeitsfeld der Schulpsychologie aus, wenn man das gar nicht so genau kennt und was sind auch die Arbeitsprinzipien der Schulpsychologie, wie sind in den SIBUDs verortet, wie das vorhin auch Samuel Goldmann ganz gut gesagt hat. Wir haben hier 13 SIBUDs. Das 13. SIBUD ist für die beruflichen Schulen, für die zentral verwalteten Schulen zuständig, alle anderen sind den jeweiligen Bezirken zugeordnet. Und die Krisenintervention ist hier schon genannt worden, das ist immer so das Präsente. Dann aber haben wir einen systembezogenen Auftrag, zum Beispiel bieten wir Supervisionen an für Lehrkräfte, für Schulleitungen, für das schulische Personal insgesamt. Wir haben diese schülerinnenzentrierte Arbeit, teilweise vor Ort in den Schulen, durch Sprechstunden, je nach Situation der Schulen. Und dann sind wir mit vielen verschiedenen Unterstützungssystemen vernetzt. Die Arbeitsprinzipien sind freiwillig. Wer zu uns kommt, kommt freiwillig. Wir arbeiten allparteilich und das besonders Wichtige, es gibt eine Verschwiegenheit. Und somit ist die schulpsychologische Arbeit eher im Vertrauensvollen und nicht im öffentlich sichtbaren Raum. Das erschwert es vielleicht auch manchmal, uns zu kennen. Ja, muss man mal, also manches wird nicht so beworben. Wenn es halt um psychische Dinge geht, ist das ja sehr vertrauensvoll. Da könnten wir schlecht was twittern, was wir heute wieder in der Sprechstunde alles so besprochen haben. Ja, ich würde gerne mal eine Folie präsentieren, um mal ein bisschen verdeutlichen, was unsere Arbeitsfelder so sind. Es gibt so eine Idee, dass es einen idealen Lebensweg gibt, einen idealen Schulweg von der Kita bis dann nachher zur Berufsschule sozusagen ein idealer Weg. Doch es gibt immer wieder Ereignisse, wie zum Beispiel den Tod eines geliebten Menschen oder der Übergang zwischen Kita und Schule. Im Allgemeinen überhaupt Übergänge sind Herausforderungen, können zu Brüchen führen. Ja, sowas wie Prüfungsangst oder familiäre Belastung, Wohlstandsverwahrlosung, Trennung der Eltern oder irgendwelche Traumata. Eine Schulphobie kann sich durchaus entwickeln. Ein Unfall kann sein, eine schwere Erkrankung, ein Verkehrsunfall, Essstörungen, selbstverletzendes Verhalten, Lesen- und Rechtschreibschwierigkeiten, Rechenschwierigkeiten. Auch die besondere Begabung kann zu einer Belastung werden im System. Das ist ein ganz klarer, auch durchaus möglich. Sowas wie Hyperaktivität kennen viele, Konzentrationsschwierigkeiten, solche Dinge, Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, überhaupt ein auffälliges Verhalten, Gewalt, Kriminalität, Mobbing, Cybermobbing, Schulangst, schuldistantes Verhalten, Angststörungen, Zwänge, Suchterkrankungen, Psychosen, Depressionen, Missbrauchserlebnisse, oder auch Suizidankündigungen, auch der vollzogene Suizid, der ist natürlich dann für die noch in der Schule sind und natürlich auch für die Eltern und für Geschwister sehr tragisch. Eine ungewollte Schwangerschaft oder auch das Thema Transgender oder auch überhaupt sexuelle Orientierung sind alles Themen, die in der Schule auftreten und auch die Schullaufbahn immer wieder die ideale Schullaufbahn, die sich manche wünschen, eher in ein Spannungsverhältnis bringen. Wir als Schulpsychologen haben mit all diesen Themen zu tun. Das wird an uns herangetragen über Schülerinnen, über Eltern, aber auch über die Lehrkräfte. Und auch wir beraten im Prinzip beide Seiten und versuchen, beide Seiten zusammenzubringen und versuchen auch vieles zu übersetzen. Also das, wo es eine Diagnose gibt, muss halt übersetzt werden. Da ja heute das Thema Pandemie ist, muss man natürlich sagen, die Corona-Pandemie legt sich hier nochmal mit einer immensen
ganzen schweren Decke drüber. Viele berichten davon natürlich, dass all diese Dinge schon vorher da waren. Also wir haben jetzt wenig Dinge, die man sagen könnte, die sind jetzt vielleicht explizite Erscheinungen der Corona-Pandemie, die genau auf sie zurückzuführen sind. Aber vieles ist vergrößert worden, erschwert worden, verlängert worden. Ja, das wurde auch gerade schon ja genannt. Und somit ist das für uns alle hier als Schutzsiedlung ein wichtiges Thema. Ich habe festgestellt, dass die psychosozialen Auswirkungen eher verharmlost wurden, auch gerade von Beginn an. Dazu muss man natürlich sagen, das ist auch ein Bewältigungsmechanismus. Also wenn man irgendwie versuchen möchte zu überleben, dann möchte auch nicht sich jeder mit diesen ganzen Dingen auseinandersetzen, was das alles so heißt. Das sieht man aus der Krisenintervention, aus der Notfallpsychologie kann man das durchaus so betrachten. Wir müssen noch kurz auf die Zahlen eingehen hier. Also das Verhältnis in der Schulpsychologie in Berlin liegt bei ungefähr ein. Auf eine Schulpsychologin kommen 4.700 SchülerInnen. Da sieht man auch nochmal das Spannungsverhältnis. Der internationale Standard liegt ungefähr bei 1 zu 2.500. Und weil vorhin auch mal so Schweden erwähnt wurde, Schweden hat zum Schnitt 1 zu 1.000. Also überhaupt die skandinavischen Länder sind deutlich besser ausgestattet mit SchulpsychologInnen. Da sieht man auch, wo, also insgesamt ist Deutschland Schlusslicht, muss man einfach mal so sagen, im internationalen Vergleich. Ja, wir fordern unbedingt mehr Schulpsychologinnen. Es wurde schon gesagt, es gibt eine pandemiebedingte Zunahme an psychischen Auffälligkeiten. Es gibt eine Zunahme der Suizidalität. Darunter ist nicht zwangsläufig der vollzogene Suizid gemeint, sondern darunter sind auch Suizidgedanken, darunter sind auch Suizidversuche zu finden. Es gibt eine erhöhte Schuldistanz, erhöhten Bedarf, auch im Schulsystem, zum Beispiel an Angeboten wie Supervision. Es geht ja auch hier ganz viel darum, dass man Pathologisierung auch vermeiden muss. Also wenn wir kein niedrigschwelliges Angebot haben in der psychologischen Versorgung, dann landen die Kinder und Jugendlichen viel früher letztendlich im klinischen System und überlasten das nochmal zusätzlich, wo eine psychologische Beratung einiges schon hätte in der Entlastung bringen können. Ja, und am Schluss habe ich noch genannt, die Zuwanderung natürlich durch den Ukraine-Krieg. Durch den Ukraine-Krieg wird uns auch nochmal weiter beschäftigen. Ich will noch was Positives zum Schluss sagen, natürlich, dass wir auch, wir versuchen natürlich auch nach vorne zu blicken und sagen auch, dass es auch Krisen eine Chance darstellen. Geht auch sicher um Resilienzförderung. Wir sehen ja auch gerade, dass der Krieg auch teilweise uns zusammenrücken lässt, Hilfsbereitschaft entsteht. Auch das Thema Koexistenz wird wieder zentral. Und es werden auch die ganzen Aspekte der mentalen Gesundheit in der Schule zunehmend berücksichtigt. Das lässt sich durchaus beobachten. Und ich finde, da kann Schule genau an dem Punkt ansetzen, wenn es mich darum geht, dass jeder und jede herausfinden muss, letztendlich, welche Erfahrungen aus diesen schwierigen Zeiten halt auch gut gewesen sein könnten. Das lässt sich in der aktuellen Krise immer so schwer. Das ist immer noch, wenn man gerade so mittendrin ist, aber für einen späteren Prozess sehr wichtig. Das werden wir brauchen. Und ja, wir müssen halt auch Gedanken machen, was eigentlich Kinder und Jugendliche zukünftig die nächsten Jahrzehnte eigentlich brauchen. Also welches Wissen, welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten sind eigentlich nötig? Wir bereiten ja die Jugend auf eine Zukunft vor, die wir gar nicht kennen. Also die Entwicklungen sind ja rasant. So, und ja, für mich als zum Abschluss nochmal, für mich geht es halt vor allen Dingen darum, dass wir eine starke zwischenmenschliche Beziehung finden. Ja, dazu tragen auch PsychologInnen, auch SchulsozialarbeiterInnen, die Lehrkräfte, die Schulleitung alle mit bei, auch die Schülerinnen selbst natürlich auch. Und das sollte ein wichtiger Schlüssel sein, denn wir wollen natürlich aus der Angst kommen in die Kraft und damit wir eben auch da resilienter sind. So, das wäre heute mein Sprint hier. Vielen Dank. Ja, dann vielen Dank, Herr Siebert, für Ihren Input. Und dann könnten wir jetzt die Aufnahme stoppen. Genau, das wäre super.